Weiter geht es mit einer neuen duellfreudigen Folge Ghost of Tsushima. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Duellanten-Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ihr da draußen wollt mich supporten und gerne etwas gewinnen, und zwar dieses Spiel hier. Dann lasst einfach eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar mit eurem Discord-Namen und schon seid ihr mit dabei. Und jetzt werden wir hier ordentlich aufräumen. Guck, guck. Tja, die Rüstung meines Vaters in der letzten Folge direkt geholt. Und jetzt müssen wir eben ein wenig Blut vergießen. Die Geschichten über den Geist sind nichts als Märchen. Tja, ich zeige es dir mal. Und, wie fühlt sich das Märchen an? Ziemlich blutig, ha? Ziemlich blutiges Märchen. Yuriko! Fürst Sakai! Omi, du kannst rauskommen. Alles gut, alles easy. Geht es dir gut? Ihr habt sie abgeschlachtet! Macht Yarikawa uns wieder Ärger? Die Yarikawa-Rebellion ist 20 Jahre her. Diese Männer gehörten zu den Mongolen. Natürlich. Euch so zu sehen. Ich bin noch erschüttert. Ich muss mich ausruhen. Am See. Bei deinem Lieblingsbaum. Ja. Kommt. Omi hat ein Trauma. Du sagtest vorhin, du hättest Gifte gebraut. Das schützt den Reis gegen Ungeziefer. Kannst du stärkere machen? Etwas, das Menschen tötet? So etwas verdient niemand. Kannst du es? Bei höherer Dosis ist die Wirkung scheußlich. Gut. Oh, mein Herr. Tja, Omi, wir müssen alles machen. Setzt euch kurz zu mir. Aber Gift war niemals der Weg der Sakai. Kein Sakai kämpfte gegen das Mongolenreich. Ich brauche jede Waffe, die wir haben. Tsushima kann sich Zweifel nicht leisten. Die Mongolen haben euch verändert. Die Welt hat sich verändert. Meine Mutter lehrte mich die Pflanzen, die heilen. Jene, die schaden, sogar töten. Aber man muss sie verzehren. Wie wollt ihr die Mongolen vergiften? Mit Blasrohr und Pfeilen. So machte es einer der Genji-Krieger. Er lernte bei Mönchen aus dem Westen. Wirst du mir helfen? Versprecht mir, immer ein guter Mann zu bleiben. Versprochen. Ich sorge nun schon für euch, seit eure Mutter euch im Leib trug. Das tue ich weiterhin. Dann brauche ich noch etwas für ein Blasrohr. Früher gab es viel Schilf unten am Fluss, bei der alten Furt. Wisst ihr noch? Ihr und euer kleiner Freund haben daraus kleine Boote gebastelt. Jose und ich haben früher tagelang die Schlacht von Dano-Ura nachgespielt. Seid vorsichtig, Jin. Die Eindringlinge haben hier einen Außenposten. Keine Sorge, ich bin bald mit Schilf zurück. Ich warte hier auf euch. Oh, die ist so eine Süße. Jo, wo müssen wir hin? Schilf besorgen. Gift, Blasrohr. Geil, Mann. Neue Techniken. Bin ich schon mega gespannt drauf. Nobu. Wie, Nobu? Wie hast du das hinbekommen? Er kam einfach so aus dem Fluss heraus. Gut, wir haben eine neue Rüstung. Sehr, sehr gut. Yuriko hatte recht. Ein Mongolenposten. Hey! Dann vergießen wir mal ein bisschen Blut. Die Rüstung muss ja eingeweiht werden, oder? Wow, die sind voll schnell! Die machen jetzt irgendwie so Backpfeifen-Moves. Denen geht's gar nicht nur um Honor. So, hier. Blade. Wenn ihr einen auf No Honor macht, dann mache ich auch No Honor. So, schauen wir mal, was geht hier so ab. Gibt es hier ein bisschen Vorräte? Stahl. Geil, Mann. Weil das werden wir jetzt alles wieder brauchen. Denn ich will diese Rüstung direkt zu einer Beast-Rüstung machen.
Darf ich meine Kohle reinstecken? What? Uff. Der macht hier einen auf Blutrausch. Alter, was geht denn hier? Ah, ich will da nicht rein. Solange es hier brennt. Nein. Schweinehund. Okay. Ja, so sieht's aus, Kumpel. Die Mongolen werden immer fieser. Das bedeutet, wir müssen auch alles einsetzen, was wir können. Wir müssen auch dreckig spielen, mein Freund. Super dreckig, so dreckig wie nur möglich. So, hier wieder alles mitgenommen. Ey, du! Brennender Mongole! Und tschüss. Na, guck mal. Schon bin ich wieder frisch. Okay, hier drüben geht's noch weiter mit den Mongolen. Leder, sehr gut. Seide brauchen wir auch wieder viel. Ist noch ein Banner. Okay, das ist anscheinend sogar wirklich eine richtige, krasse, mega fette Festung. Oh, das ist ein Shotgun-Jockel. Alter! Holy moly! Lass mich mal raus. Oh, verdammt. Uff. Wie, hab ich ihn erwischt? Leider nein. Aber bei dem gehe ich auch kein Risiko ein. Die Dinger sind nämlich immer ziemlich fies. Nimm mal den hier. Einmal. Der Bogen ist geil, ne? Schön auf die Knie geschossen. Oh no! Der Anführer! Der verdammte Anführer! Okay. Achtung, und jetzt. Moment mal, hier ist noch ein Anführer, Doppelanführer, oder was geht hier? Oh Gott. Oh Gott. Das musste ich tun. Sehr gut. Alter! Leco mio! Holy shit! Ey, wie viele das einfach wieder sind. Geht da drauf! Nice. Was mit dem hier? Ist der tot? Ja. Aber der da hinten nicht. Der da hinten nicht. Boah, sind ja nur noch so dicke mit einer Mega-Rüstung. Ich sehe wieder nichts. Ich sehe wieder nichts. Was ist der andere? Ja!
Alter, leck mich am Arsch. Das war eine heftige Nummer, Leute. Erstmal wieder ein Mega-Lag. Keine Ahnung, warum ich immer hier so komische Lade-Lags habe. Okay. Leder, sehr gut. Vorräte. Hundi. Ich hasse diese Hunde. Und meine Geistfähigkeit noch einsetzen können. Sind das hier die letzten? Hey, Hundi! Bleib doch einfach weg, Hundi. Bleib doch einfach weg. Du hättest nicht draufgehen müssen, mein Kleiner. Was haben wir hier? Noch mehr Vorräte. Und wir besitzen 4000 fast. Also wir können wahrscheinlich in die Rüstung richtig schön pimpen. Da freue ich mich. Rüstung pimpen ist nämlich genau mein Ding. Ich brauche noch hier Banalis. Moment, Moment, Moment. Erstmal hier rum. Zwei Banalis benötigen wir noch. Mongolen sind anscheinend alle RIP. Einmal hier durch. Lag da was? Jo, Leder. Leder ist wichtig. Aufzeichnung. Banner. Very nice. Noch hier in die kleine Hütte rein. Na also, noch eine Truhe. Und noch mehr Leder. Also ich denke mal, einem ordentlichen Upgrade steht nichts mehr im Weg. Gut. Das Ding hier brennt. Nice. Ich wollte den Mistkerl töten, doch ich konnte nicht. Ich weiß, ich weiß. Okay. Ja, das geht doch. So, jetzt holen wir mal noch hier Schilf. Damit wir uns ein Röhrchen bauen können. Nicht wahr, ihr kleinen Angler? Habt ihr schon mal Diosens-Geschichten gehört? Nein. Kann man hier eigentlich irgendwas Größeres machen? Nur ein Händler hier. Schade. Ich habe gedacht, hier wäre ein bisschen mehr, wo wir erledigen können. Aber leider nein. Wo komme ich denn jetzt hier an Schilf ran? Unter Wasser oder so? Nee. Ich brauche Schilf. Ah, hier drüben, oder? Gut. Perfekt für ein Blasrohr. Ich bringe die zu Yuriko. Klar, ich habe noch ein ganzes Lager ausgerottet und 100 Menschen umgebracht, aber hey, der Mann hat sein Schilf. Nobu. Nobu. Braves Pferd. Brav, Nobu, brav, brav, brav.
Ja, das sind Jin und Nobu. Sie reiten durch den Wind. Ich hab keine Ahnung, ich arbeite noch am Liedtext, okay? Ich arbeite noch am Liedtext. Okay, wo ist meine Omi? Hier drüben. Voll der schöne Platz, oder? Oh, Kazumasa. Jin, allein auf der Welt. Ich bin noch nicht allein, hey. Ach, Omi. Yoriko? Oh, entschuldigt, junger Meister. Ich dachte gerade an Fürst Sakai. Das vermeide ich gern. Er liebte euch auf seine Weise. Doch jetzt genug davon. Ich habe ein Blasrohr und Pfeile. Alles, was fehlt, ist das Gift. Aber sicher, junger Meister. Kommt mit mir. Aber sicher, junger Meister. Ich habe ein kleines Lager, wo ich Pflanzen und Kräuter für Salben sammle. Und Gift. Es tötet Ungeziefer in Sekunden. Es darf ruhig stark sein für die Invasoren. Naja, die sind ja auch Ungeziefer, oder? Man macht ja hier richtig die Mongolen fertig. Ich stelle mir da halt immer die Frage, jetzt so im Jahre 2020, stellt euch mal vor, es gäbe irgendwie so ein Szenario in Zentralafrika. Ja? Es ist schön, wieder mit euch zu reiten. Du und Fürst Shimura lehrtet mich das Reiten. Auf diesem winzigen Pony. Ihr saßt so stolz und aufrecht in eurem kleinen Sattel, als wäret ihr der Shogun persönlich. Und man müsste als Schwarzer aus einem kleinen Dorf die Invasoren, die auch aus Schwarzen bestehen würden, aufhalten. Dürfte man sowas heute noch bringen? Ich meine, nur so, weil man kriegt ja so einen richtigen Hass gegen Mongolen, oder? In dem Spiel, ich habe ja im echten Leben nichts gegen Mongolen. Ich kenne auch keinen einzigen Mongolen, muss ich fairerweise sagen. Also kann ich das überhaupt gar nicht beurteilen. Aber hier so in dem Spiel, oh, die Mongolenschweine, wir schlachten sie ab. Menschen aus der Mongolei müssen sich doch hier hart getroffen fühlen und denken, Mann, alle hassen mich. Ich werde dauernd beleidigt. Ist irgendjemand aus der Mongolei, der das rein zufällig sieht? Schön, oder? Das Spiel. Also nicht der Hass gegen Mongolen. Der ist furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Obwohl ich sagen muss, den Anführer finde ich immer total sympathisch. Keine Ahnung warum, der redet immer so ruhig und so vernünftig und sagt so, hey, sei doch kein dummer Mensch. Wir müssen ja niemanden töten. Alles easy, alles cool. Er tut mir irgendwie ein bisschen leid, dass ich ihn am Ende umbringen muss. Wahrscheinlich. Gehe ich stark davon aus. Können wir auch ein bisschen schneller, Oma? Ja. Oh nein, kleiner Jin. Was ist so lustig? Mir ist eingefallen, wie ihr hier draußen fast euren Onkel getötet hättet. Was? Ihr wart 3 oder 4. Der arme Mann versuchte euch beizubringen, euer Holz-Kodachi zu halten. Ihr wolltet Schmetterlinge jagen. Ich kenne die Geschichte. Onkel hatte wochenlang ein blaues Auge. Herr Shimura und euer Vater haben so gelacht. Ich dachte schon, sie würden ersticken. Ich erinnere mich nicht an Vaters Lachen. Er verlor seinen Humor, als eure Mutter krank wurde. Doch ihr habt eures Vaters Lachen. Da sind wir. Der Kräutergarten, oder wie? Eine Gosamatte und ein Lagerfeuer. Du schläfst hier draußen? Nur wenn ich den ganzen Tag nach Pflanzen gesucht habe. Ich Ey, die Oma ist 10, ne? Die wir brauchen. Ruh dich aus, Yoriko. Ich hole sie für dich. Die Oma ist richtig zäh.
Sammle die Blumen. Alles klar. Esst nicht die Samen. Sie sind giftig. Ich bin kein Kind mehr, Yuriko. Oh, ich weiß. Warum sollte ich die Samen essen? Sie stellte sie immer in den kleinen Alkoven zu Hause. Das sollte reichen. Bringt sie zu mir, junger Meister. Deine Pflanzen. Gut, wir holen die Samen heraus. Zerstoßen sie und tauchen die Nadeln in die Paste. Die Dosis muss stark sein. Sie dürfte ausreichend sein. Alles fertig. Sicher, dass er hier vorbeikam. Die alte Frau hat hier irgendwo ein Lager. Hört mal, da kommt jemand. Bleib hier, Yuriko. Wie gut, dass immer irgendwelche Versuchspersonen direkt kommen, ne? Mal sehen, ob dieses Gift wirkt. Er wird büßen, was er Sadamone und den Blasrohr. Ich will nur seinen Kopf und die zugehörige Bezahlung. Wie weit noch? Es ist funktioniert auch noch. Flupp. Ich hab's. Flupp. Alter, wie geil. Boah, wie krank. Wie krank ist das denn? Alter, okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass sie irgendwie Blut kotzen. Und der ist immer noch am Leben. Und die Augen schmelzen und nicht schlecht. Omi, du krankes Miststück. Seid ihr verletzt, junger Meister? Nee, Gott sei Dank. Keine Sorge, sie sind erledigt. Ich vergesse oft, dass ihr jetzt ein Mann seid. Das passiert mir manchmal auch. Gehen wir zum Anwesen zurück. Ich bleibe. Ich muss hier noch aufräumen. Mute dir nicht zu viel zu. Ach, ihr seid kein Kind und ich bin alt genug, um zurechtzukommen. Hm. Was für Gifte kannst du brauen? Immer so ungeduldig. Es gibt noch eins. Es bewirkt Verwirrung und Wut. Doch die Zutaten, welche waren das? Bitte, denkt nach. Es klingt sehr nützlich. Na, ich vergesse auch häufig, dass ich ein Mann bin. Aber dann gehe ich wieder auf Toilette und denke mir, ah, okay, ich bin ein Mann. Der Geist der Vergangenheit. Verwirrung und Wut. Also der Quantumzustand. Klingt gut. Brauchen wir. Aber nicht mehr in dieser Folge hier, sondern in der nächsten. Deswegen kann ich nur sagen... Welche Farbe war's? Rot? Blätter? Nein, Blütenblätter. Aha. Eine Blume. Aha. Eine Blume. Nein. Nein. Die nicht. Die nicht? Nein? Ich wünschte, du wärst hier. Tja. Wie alt ist wohl ihre Mutter? Also, wenn sie noch leben würde. 180. Gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewertung dalassen, abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss!